Hallo meine Lieben, heute, das war ein Hicks. Wir haben gerade, sag mal's, gebratene Nudeln mit Hähnchen mal gegessen. Ich habe die Hälfte habe ich jetzt geschafft von meinem, die andere Hälfte steht im Kühlschrank. Und die Dina, die ruppelt sich schon wieder an mir. Ich war im Globus und das wollte ich euch mal zeigen. Wo fange ich an? Nimm mal die Tasche hier. Da fangen wir an mit Bananen. Hab ich mitgenommen. Dann einmal Paprika gemischt. Bratkartoffelgewürz von Just Spices. Ein abgepacktes Brot. Also ihr wisst ja, ne, es ist nichts verkehrt. Dann einmal Weizenbrötchen zum Aufpacken. Dann einmal 18 Eier, zweimal Salatgurke. Oh, und das kann ich nicht zeigen. Das ist nämlich für ein Tauschpaket und noch für ein anderes Paket. Das geht leider noch nicht. So, dann habe ich bei Globus entdeckt diese Salatkräuter. Das ist einmal fix für Salat würzige Gartenkräuter. Das ist ohne Geschmacksverstärker. Und das gleiche nochmal mit Gartenkräuter und Knoblauch. Mal gucken, wie die schmecken. Dann gab es bei Globus, ich kann es jetzt gar nicht, oder? Dreimal Sonnenblumenöl, pro Pfunde 3 Sonnenblumenöl für 1,99 €. Deswegen habe ich auch 3 mitgenommen, nicht weil ich sie brauche, sondern bei uns kostet das günstigste, was ich entdeckt habe, 3,99 €. Und da habe ich jetzt eins mitgenommen für meinen Sohnemann, eins ist für meinen Schwiegervater und eins für mich. Nicht, dass jetzt einer wieder, oh, du hortest. Ich meine, mache ich sowieso. Jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt manche denken, aber ich habe immer Vorräte da, einfach weil ich schon mal gesagt habe, ich koche gerne spontan. Also so einen Wochenplan kann ich mir nicht machen. Das kann ich einfach nicht. Das geht bei mir nicht. Ich koche so ganz spontan, koche ja auch meistens für 2 Tage. Das ist dann günstiger. Also habe ich schon gemerkt, das lohnt sich. Ja. Und ein bisschen Vorrede ist immer gut. Ich meine, spontan kann mal Besuch kommen. Oder, keine Ahnung, mein Sohn wohnt ja auch nur von uns mit dem Auto 5 Minuten entfernt. Kann auch mal sein, dass er sagt, Mama, ich bin ja zum Einkaufen gekommen, der Schichtarbeiterei und so. Dann mein Kind kriegt von mir dann auch was zu essen, ne? Einmal Sandwich Toast für 1,11 € im Angebot gewesen. Ja, das ist einfach. Ich habe lieber alles da, bevor ich sage, ach Mist. Eigentlich hätte ich gedacht, ich mache heute mal Bratkartoffeln und Spiegeleier. Jetzt habe ich aber nur noch 2 Eier da.
Die brauche ich aber morgen fürs Frühstück oder so. Das geht bei mir nicht. Dann kam mit einmal diese Kerze. Das ist die Jumbo Candle. Die war von 9,99 Euro auf 7,99 Euro reduziert. Und das riecht so gut. Die hat einen ganz leichten Unterduft, wie das Fenial Duschbad. So erinnert es mich daran. Ich habe zwei mitgenommen. Die gleiche nochmal. Für meine Mama. So. Dann den Salata, den nehme ich ja unheimlich gerne. Das ist fertige Salatwürze, Kräuterwürzung. Also das ist Essig mit Kräuter drin, ne? Und ich mag das unheimlich gerne. Und wenn es mir dann alles nicht reicht mit dem Sauer, dann kommt noch ein Schuss von dem Weinessig dazu. Dann habe ich noch mitgenommen eine Sprühsahne. Ich sehe da auch gleich warum. Hier habe ich mal von Immergut einen Eiskaffee mitgenommen. Bei uns sind die irgendwie ausverkauft, die Eiskaffees. Keine Ahnung, was da los ist. Beim Neukauf ist mir was aufgefallen, da habe ich schon lange keinen mehr gekriegt. Immer nur diese Becher, ne? Da habe ich hier noch einen von Bärenmarke mitgenommen. Was ist dann da los, ne? Seit ich es gegessen habe, ist irgendwie meine Stimme weg. Und dann habe ich noch eine Milch mitgenommen. So. Zweimal Tüte leer. Dann hole ich mal, dann hole ich mal die Kühltasche noch her. Achtung, Dina. Da kam mit zweimal Baguette, einmal Knoblauch und einmal Kräuterbutterbaguette. Dann Tomate, Basilikum, Grillkäse. Mag mein Mann unheimlich gerne solche Grillkäse. Dann einen Gouda zum Streuen. Dann kam mit Brandenburger Apfelschnitte. Und die hier sind zwei Stück drin. Dann kam mit, dafür wollte ich jetzt auch die Sahne und Mist. Das sieht irgendwie aus wie auf der Baustelle. Die Erdbeeren sind runtergefallen. Das sind zwei Herzchen. Erdbeerherz klein, zwei Stück. Ja, und da habe ich mir gedacht, die Sprühsahne, so ein Tupfer, so ein Kleck so in die Mitte, das sieht dann schön aus. Jetzt muss ich aber erst die Erdbeeren mal wieder drauf richten. Und dann zwei Becher von der Käsesahne to go heißt es. Mögen wir sehr gerne, weil so ein Becher, der reicht gerade. Ich bin ja, habe ich schon, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich nicht so der Kuchenesser bin. Mir kann ich dann eher so ein Schnitzel vor die Nase stellen.
nur noch Wurst und Fleisch, falls das jemand nicht sehen möchte. Hiermit habe ich es erwähnt. So, da kam mit zum Grillen einmal Käsewürstchen. Dann einmal einen halben Ring Fleischwurst. Zweimal Salami. Und auch zum Grillen, das ist Schweinerückensteak, Winzerart. Und einmal Pfälzer Bratwurst. Ja, und das war's. Tasche leer. Da liegen da noch ein paar Blätter von den Radieschen drin. Ja, das war's dann jetzt. Ich kann euch noch ein Action hinten dran hängen. Da war ich nämlich auch noch. Ja, mal gucken, wie ich es mache. Entweder mache ich der Action separat. Nein, ich hänge ihn dran. Doch, ich hänge ihn dran. Dann bis später. So, meine Lieben, ich habe es euch ja versprochen. Ich zeige euch jetzt, was beim Action mitkam. Und zwar kam da erst einmal zum Grillen diese Aluschalen. Grillschale. Ja, das sind diese kleineren hier. Die entweder nehmen wir den für Käse, diesen Grillkäse. Oder Gemüse. Da gibt es ja vieles, was man reinmachen kann. Ne? Dann habe ich mir mal so ein Set mitgenommen für die Augenbrauen. Ich habe ja, ich sage immer Saubosche. Die sind richtig dick, buschig. Also das ist jetzt gar nichts. Die sind richtig lang. Lang, dick, buschig, also so wie der Räuber Hotzeplotz. Ja, und ich bin absolut untalentiert mit Augenbrauen in Form zupfen und sowas. Deswegen habe ich gedacht, weil ich mich als abquäle mit Kamm und Schere. Und jetzt habe ich gedacht, ich probiere mal, sieht meistens richtig, da ist ja an der Schere so ein Kamm dran. Ich versuch's mal. Jetzt muss ich mal wieder zur Freundin von meinem Sohn und sagen, kannst du mal bitte. Die tupft mir dann. Dann habe ich mitgenommen diese Palette. Ich fand die so toll. Die hat lauter kleine Farben, also kleine Farbpalettchen, Farbdöschen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß auch nicht, ich fand die irgendwie total interessant. Ja, hier sieht man auch nochmal Highlighter, Blush. Ach, Lipgloss ist da auch dabei. Ach, das ist Lipgloss, habe ich gar nicht gesehen. Hier, diese rechteckigen sind alles Lipgloss. Gucken wir mal. Dann kam noch mit dieses Fixing Spray. Weil meins dürfte jetzt nicht mehr allzu lang halten. Ist bald leer. Gucken wir mal, wie das hier so ist, ne? Von Max and More. So, dann habe ich noch zwei. Anscheinend.
kam zweimal die Handmaske mit. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht habe ich auch noch ein drittes. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ja, die Handmasken, weil die finde ich richtig toll. Die sind gut. Und da ich am Sonntag gehe ich zu meiner Mama, weil ich ihr, ich habe ihr ein gebrauchtes Handy gekauft. Und ja, meine Mutter fängt jetzt eigentlich erst an, so richtig sich mit Handy auseinanderzusetzen, nicht auszusetzen. Und ja, da habe ich ihr jetzt ein Smartphone gekauft. Also sie hatte jetzt die ganze Zeit, ich sag jetzt mal ein halbes Smartphone. Das hatte ganz große Tasten, wo sie gut sehen konnte und ja, halt so einen kleineren Bildschirm. Das hat sie jetzt seit letztem Jahr irgendwann, habe ich sie mal geholt. Also sie hat es noch nicht so lang. Halb, dreiviertel Jahr. Jetzt ist sie da am Üben. Aber jetzt wird es Zeit, dass sie ein Gescheites kriegt. Dass sie jetzt auch mal anfängt, mal Bilder zu machen und sie zu schicken. Und ja, da habe ich auf jeden Fall mal Handmaske mitgenommen. Für nach der Lernstunde. So, da. Ach, Handmaske. Doch drei. So, hier habe ich dreimal Fußmaske, einmal Avocado, einmal Traube. Und was bist du? Einmal Lavendel. Da bringe ich das Lavendel meiner Mutter, weil die das so gerne hat. Ich bin jetzt nicht ganz so für Lavendel zu begeistern. So, dann haben wir hier eine Sheetmaske. Maske. Die ist mit Retinol. The Mask Doctor. Ach, dann habe ich zweimal, das kriegt auch meine Mutter, für den Rücken diese Wärmepflaster mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, es war günstig. Es sind ja zwei Stück pro Packung drin. Ich blende euch immer die Preise ein. Ach, da ist nochmal eine Avocado-Fußmaske. Dann haben wir hier die Keratin-Haarmaske. Die habe ich meiner angehenden Schwiegertochter habe ich jetzt mitgebracht. Die hat sie so lange gesucht, die gab es nicht mehr. Jetzt habe ich die wieder gefunden. Da hat sie sich schon gefreut. Oh, habe ich auch zweimal. Was haben wir da? Ach, das ist so ein, ich sag jetzt mal so ein Mini-Rasierer. So für hier so die Härchen zu entfernen, so außenrum an der Augenbraue. Oder wenn man hier so feine Härchen hat und die stören. Aber ich wollte es mal für hier ausprobieren, so für außenrum. Das Licht. Da sieht man es. Ich wollte es mal testen. Dann kam noch mit hier eine Gesichtscreme, Tagescreme. Das ist die Therapie Face Cream Retinol. Mal gucken, ob es was taugt. Halt, das ist eine andere Kategorie. Dann
kam hier noch Shampoo mit der 1, Conditioner mit der 2 und Haarmaske mit der 3. Da habe ich gedacht, das probiere ich mal aus, dieses Set. Das letzte Mal habe ich es schon angeschaut und doch nicht mitgenommen. Jetzt habe ich es dann doch mitgenommen. Jetzt wird es ausprobiert. Bin ich mal gespannt, ob es was bringt. So, da haben wir noch was. Dann habe ich diesen hier mitgenommen. Der Sunkissed Glow. Mal ausgucken, das ist ein Face and Body Browser. Ist auch von Max and More. So, bin ich da durch. Oh, da ist der Kassezettel, ganz wichtig. Sonst kann ich euch die Preise ja dann einblenden. Ach, dann habe ich noch mitgenommen hier. Ein Tattoo Brow. In Medium Braun, auch von Max and More. Gucken wir mal, wie der sich so gibt. Und dann habe ich hier noch eine Handseife. Das ist ein großes Teil. Habe ich mitgenommen für den Keller, fürs Waschbecken. Weil mein Mann da oft, wenn er dann gearbeitet hat, wenn er von draußen reinkommt, dann geht er als runter und wäscht sich die Hände. Und da habe ich gedacht, nehme ich das hier mal mit. Ach, das hebt dann eine Weile. So. Ach, dann habe ich hier noch so Feuchttücher mitgenommen mit 99% Wasser. Ja, da habe ich gedacht, wenn ich mir die Haare färbe und gehe mal wieder daneben, dann kann ich mit dem Tuch da ein bisschen wegmachen, die Farbe. Und einfach mal ausprobieren. So. Dann habe ich hier mir so kleine Ohrringe mitgenommen, weil die verliere ich regelmäßig. Also meistens verliere ich eigentlich den Stecker. Ja, und so für zwischenrein mal zum Ausprobieren. So, was haben wir hier? Ja, dann habe ich, hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen sortiert. Dann habe ich hier so eine Powerbank mitgenommen, soll auch für meine Mutter sein. Weil aufs neue Handy habe ich ihr ein Navi installiert. Das wollte sie. Und da habe ich gedacht, ja, wenn sie dann unterwegs ist und es ist vielleicht der Akku dann so fast leer, dass sie immer die Powerbank mitnimmt. Und dann kann sie es laden. Da habe ich noch ein Ladekabel mit dazu genommen. Ja. Das Problem ist ja eigentlich, warum wir den ganzen Act machen. Meine Mutter guckt unheimlich gerne Kataloge an. So Modekataloge und auch Möbel. Sie guckt zum Beispiel gerne The Beaupris, unheimlich gerne. Schon eh und je, aber es gibt keine Papierkataloge mehr. Du kriegst ja alles nur noch online. Ja, das Problem ist, ich wohne eine Stunde weg. Und sie kommt auch nicht zu mir her, und um jetzt da am Laptop da jetzt halt einen Katalog durchzugucken. Das möchte sie in Ruhe zu Hause machen, auf ihrer Couch, ganze Ruhe. Ja, deswegen habe ich jetzt eigentlich auch das Handy geholt, dass sie jetzt halt auf dem Handy halt sich die Sachen angucken kann. Da hat sie jetzt ein großes Display drauf, und sie kann sich das ja alles auch größer ziehen, wenn sie es angucken möchte. Aber heißt für mich halt Arbeit, weil sie muss das jetzt halt lernen, wie das alles so funktioniert.
Ich meine, da habe ich ja vorhin gesagt, sie hatte jetzt ein Handy. Das hatte jetzt nicht ganz so viele Funktionen. Aber damit kommt sie jetzt schon sehr gut zurecht. Ja. Also ich denke schon, dass das gut klappt. Ach, dann habe ich noch... Dann habe ich noch zwei so Panzerfolien mitgenommen. Für meinen Mann und für mich. So. Die waren nämlich im Angebot. Ich glaube 1,99 waren sie im Angebot. So, dann habe ich zweimal die Haribo-Frösche mitgenommen. Dann zweimal dieses Knoblauchbrot. Bin ich mal gespannt, ob das schmeckt. Und ein Eisportionierer. Mal gucken, ob es mit dem besser geht. Ich habe einen da, aber irgendwie will der nicht so wie ich. Dann kam noch mit diese Putztücher. Die brauchen wir ja immer mal zwischendurch. Und für meinen Mann habe ich diesen Bremsenreiniger hier mitgenommen. Ah, übrigens hat er seine Bremsen am Muli hinten gemacht und jetzt hat er TÜV gekriegt. Die Nachprüfung, ne, wurde gemacht. Alles in Ordnung. Jetzt hat er wieder TÜV. So. Ach. Ja, und dann habe ich mir noch diese Einmalhandschuhe mitgenommen, weil ich ja immer, wenn ich Frikadellen mache, ziehe ich immer Handschuhe an. Wenn ich backe und knete den Teig, ziehe ich immer Handschuhe an. Das mache ich schon eh und je wegen der Schuppenflechte. Wobei, also wenn das seht, ist schon viel, 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 viel besser geworden. Bin mal gespannt, ob es vielleicht doch mit den Medikamenten und den Cremes, die ich da bekomme, ob es dann doch damit weggehen sollte. Also nicht weg, sondern erscheinungsfrei. So, dann habe ich für die Katzen wieder Katzenfutter mitgenommen. Einmal Karton, einmal Tüte. Dann habe ich hier so ein Wespen-Imitat-Nest mitgenommen. Weil an unserer zweiten Haustüre, die wo so überdacht ist, da haben die letztes Jahr 3-4 Mal versucht, ein Nest zu bauen. Und jetzt habe ich mal überlegt, dass ich das damit mal probiere, dass die da nicht mehr hingehen. Soll ja so eine Attrappe sein, ne? Wo machen wir mal weiter? Ah, dann habe ich hier so ein... Packung ist zu weiß. So, jetzt habe ich hier so ein SOS-Gel mitgenommen. Das ist so ein Insektengel, also wenn man gestochen wurde, zum Draufmachen. Dann habe ich noch so ein Insektenspray mitgenommen, weil abends kannst du echt nicht mehr raus, ohne aufgefressen zu werden. Da habe ich noch was gefunden, eine Gliskur habe ich noch mitgenommen. Das ist Biotech Restore Express Repair Spülung ohne Ausspülen, strapaziertes, beanspruchtes Haar. The Science of Nature. Ist auch eine größere Flasche. Vorteilsgröße. Na, gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall eine milchige Konsistenz. Dann habe ich noch mitgenommen so ein Duftdiffuser. Ist das ein Diffuser? Also das mit diesen Stäbchen.
in Zitrus. Habe ich mir gedacht, stelle ich oben ins Bad. So, dann. Ach. Okay, das gehört jetzt eigentlich nicht hierher. Das habe ich im Saturn mitgenommen. Das ist so ein Handystift. Mama. Habe ich ihr mitgekauft. Der hat 6,49 Euro gekostet. Ja. So ein als Hilfe, falls ihr doch die Tasten zu klein sein sollten. Lieber haben, wie nicht haben. Dann kam noch mit zweimal Milka. Die war für 1,99. Dann habe ich so ein Kühlschranksystem. Nochmal das nehmen. Organizer. Wollte mal gucken. Habe ich mitgenommen. Das ist hier unterteilt. Ne, das ist nicht unterteilt. Ach, das ist die kleinere. Hier oben ist die kleinere Dose. Und dann noch, oder? Ich fisch das jetzt gerade mal auf. Ja. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ja. Also das ist hier so ein schmales. Da könnte man gut so Soßen reinstellen oder Tuben. Dann ein etwas breiteres und ein ganz breites. Gucken wir mal, wie wir sortieren. Ach, dann, ach, da habe ich auch noch mal zweimal Katze. So, jetzt. Dann habe ich viermal, ich hole es zwei aus der Tasche, viermal diesen Durstlöscher in Sauerkirsche Zitrone. Und zu guter Letzt, habe ich mir so Schuhe hier mitgenommen. Die haben silber und goldene Steinchen drauf und schwarze. Ja. Einfach für draußen zum schnell reinschlupfen. So, jetzt habe ich alles. Ja, ja, jetzt haben wir alles. Nein, zwei Toilettenpapier liegen noch draußen, genau. Da habe ich noch zwei mitgenommen, stimmt. Aber jetzt war es das. So, dann habe ich noch für euch ein bisschen was abgefilmt. Im Laden. Das werde ich jetzt im Anschluss ein bisschen schneller ablaufen lassen. Wer Interesse hat, schaut sich es an. Wenn nicht, dann nicht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag. Genießt den Feiertag, der morgen noch ansteht, am Montag. Das Video kommt Sonntag. Montag ist noch Feiertag bei uns. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dann.